herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich habe hier Dannys Lage in der Hand. Endlich. Endlich deswegen, ich habe dieses Päckchen schon die ganze Zeit am Schreibtisch liegen, schon einige Tage. Und ich hatte unfassbar viel zu tun mit Abendveranstaltungen und allem, dass ich irgendwie immer um dieses Päckchen rumgeschlichen bin und dachte, ich will das so gerne auspacken, aber nicht zwischen Tür und Angel. Und nun habe ich Zeit dafür und freue mich riesig. Dannys Kanal verlinke ich euch unten. Wir haben nämlich in unserem Crafting-Team Signaturen getauscht. Und ja, jede von uns bekommt 6 Signaturen von den anderen und kann damit ein großes, schönes Journal machen. Oder 2 oder 3, weil wenn ich mir das so angucke, ich habe noch nicht reingeguckt, Leute. Ich habe es nur vor mich hingelegt. Das hier ist eine Lage, ne? Also, ja, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wenn 6 solcher Lagen hier landen. 3 sind schon da. Das ist die 4. Das passt nicht mehr in ein Buch. Also das Buchcover, was ich mir dafür ausgesucht habe, das platzt jetzt bei 3 schon aus den Nähten. Die 4. könnte ich... Nein, kann ich nicht reinquetschen. Vergesst es. Also bei 3 ist da Ende. Das heißt, das werden auf jeden Fall 2 Bücher. Ich schaue mal eben, Kamera fokussiert anständig. Brave Kamera. Die hat mich nämlich gestern Abend gelinkt. Miststück. Ja, ich halte hier Dannys Lage in den Händen. Abonniert gerne meinen Kanal. Abonniert auch natürlich gerne Dannys Kanal, weil Crafty Siren super coole Sachen macht sie. Und eine Sache davon seht ihr jetzt hier. Und Kommentare sind natürlich herzlichst erwünscht. Herzlich gerne. Sowohl bei mir als auch bei Dani. Klarer Fall. Ja, das Papier ist schon mal super schön. Also, wie man sieht, Dani hat super viel Spitze verwendet. Sie hat mich vorher gefragt, ob ich Düster auch mag. Ja, ich mag Düster. Und es ist so cool, weil jetzt schon die 4. Lage angekommen ist und die ist so unterschiedlich von den anderen 4 und jeder einzelne ist so unterschiedlich zueinander. Das ist der Hammer. Jetzt habe ich hier so eine richtig schöne, düstere Lage. Ich mag das ja total. Ich habe selbst nur nicht so viel schönes, düsteres Material, dass das so richtig düster werden kann und deswegen freue ich mich hier auf die Meisterin des Düsteren, weil nämlich Dani da ein echtes Händchen für hat. Man sieht schon alleine das Papier. Super cool. Gruselspinnen. Ja, also die dürfen mir gerne auf Papier begegnen, ne? Aber wenn ich die in echt sehe, dann seht ihr mich rennen. Und ja, im Stall haben wir viele Spinnen. Die kleinen sind okay. Also so die Größe ist okay, aber die anderen sind schon aber sehr cool gemacht mit dem Netz und den Spinnennetzstempeln dahinter. Das klaue ich auf jeden Fall. Coole Sache. Ganz, ganz cool. Da bin ich echt mal gespannt, was meine Tochter dazu sagt. Ja, und diesen Stempel liebe ich ja, ne? Oder Stencil besser gesagt. Mittlerweile habe ich ihn auch, weil ich da immer drum rumgeschlichen bin und sage, haben wollen. Ja, süß. Also solche, also ist ein bisschen lustig, süß zu sagen bei einer düsteren, gruseligen Lage. Ich finde einfach solche Applikationen auch in düster noch süß. okay. Das ist ja auch mal ein sehr cooler Spruch. Das mein Englisch spare ich euch jetzt gerade mal. Ich bin auf Kaffeeentzug und wahrscheinlich gerade nicht in der Lage, das vernünftig, sinnvoll, adäquat auszusprechen. Oh ja. Oh, das ist doch hier von The Ring, oder? Die Dame ist doch super gruselig. Passt zu dem Totenkopf. Ja, geil. Und hier diese kleinen Täschchen und Sachen drin. Ja, das will ich auch mal machen. Nein, bitte keine Angebote. Hanging Tree oder was seid ihr? Ja. Ja, Hexen, also Frauen, die damals einfach der Hexerei bezichtigt wurden, obwohl sie eigentlich nur heilen konnten. Und die gibt es ja heute auch noch. Es gibt ja Menschen, die können mit Kräutern heilen und nicht nur mit Medikamenten, also hier mit aus der Apotheke und so, sondern einfach wirklich Kräuter. Das sind die modernen Hexen. Glücklicherweise gibt es sowas wie Hexenverbrennung und erhänge nicht mehr. Hier jedenfalls nicht, bestimmt noch woanders. Ganz gruselig. Oh, cool. Oh, ich liebe solche Seiten. Die sind ja Bellyband. 3 of Cups. Oh ja, eine Tarotkarte. Lisa Parker. Sehr cool.
Ja, Tarotkarten sind ja auch von, ja, und hier solche Tütchen mit Karten, alles schön. Schön. Schön distressed, sehr, sehr cool. Tolle Ecken. Ja. Ja, das ist eine super coole Idee, seine Seite einfach umzuknicken. Muss man erstmal drauf kommen. So, rutsche ich schon aus dem Bild? Nein. Meine blaue Ärmel passen nicht so ganz ins Bild irgendwie. Oh, ist auch ein Gruselbild. Ist das kleine Mädchen mit auf dem Foto gewesen von der Mama? Oh ja, schwarzes Papier mit Gold, das kommt auch immer super an. Oh, schöne, schöne Spitze. Oh, die fühlt sich ja richtig toll an. Die ist ja ganz, ganz weich. Ganz weich, Streichelspitze. Und eine Embossing-Karte. Embossing ist ja schon geprägte Karte. Oh Gott, ich bin noch ein bisschen müde. Das kommt davon, wenn man so früh aus dem Bett fällt. Aber ich wollte jetzt unbedingt diese Lage hier angucken. The creepier, the better. Oh, schön. Das war eine. Ich sehe nicht mehr wieder rein. Tag-Taschen mit schönen Ecken. Könnt ihr das sehen? Ja, könnt ihr sehen. Ja, Schwarz und Gold ist auch immer so eine richtig schöne Sache, ne? Ja, auch wieder diese Eckenstanzen, die sind ja super cool. Dani, wo hast du die her? Will ich auch. Haben wollen, bitte, danke. Ich möchte auch so eine schöne Eckenstanze haben. Ja, drei Tags dieser Art, die kann ich ja schön benutzen, bis ich selber so eine habe. Nein. Aber ich habe immer so ein bisschen Hemmung, so tolle Sachen, die ich einfach so super schön finde. Auch so die Tags, die jetzt noch nicht beschrieben sind, da ist noch nichts drauf irgendwie. Die kann man jetzt einfach nehmen und benutzen. Aber ich bin da immer so, ehrfürchtig, die sind so schön. Oh ja, das ist ja klasse. Das ist ja eine ganz, ganz tolle Applikation. Und der Eckenstempel ist auch super schön. Und hier haben wir eine Drehkarte. Eine Grusel Mansion. Oh, und da hat sie mir noch Sticker reingepackt. Hexensticker. Muss ich gleich mal reinfummeln hier. Oh, wie toll. Kleine süße Hexen. Oh, mit einer Katze, ja. Ich habe auch ein paar Katzen. Macht mich das schon zur Hexe? Du hast keine schwarze dabei. Aber wenn ich eine weiße Hexe wäre, dann passt meine Bonnie ja wieder. Die ist ja, ja, kennt ihr ja auch schon aus den Videos, ne? Bonnie ist ja auch ab und an dabei. Und macht mich da vielleicht da zur weißen Hexe. Wer weiß. Cool. Ah, das ist festgeklebt. Okay. Das ist ja auch sehr schön. Und die Gruselgestalten. Dahinter verbirgt sich doch was. Oh ja. Oh, wie schön. Ja, das ist eine tolle alte Schrift. Wenn ich das mal lesen könnte, ne? Ich würde erstmal gerne so schreiben können, aber lesen wäre schon mal ein Anfang. Miss Grusel. Druidic Jewel. Oh, eine Hasenkarte, nein, eine Tarotkarte, auch wieder von Lisa Parker. Schön. Voll toll. Und diese Katze, ja, Dani, die hast du mir schon mal geschickt, die ist voll klasse. Die finde ich so süß, wie sie so um die Ecke guckt. Und ich werde sie in meinem Katzenjournal auf jeden Fall anbringen. Ja. Mit einem Schläglein. Oh, toll. Und es bewegt sich. Es scheint ein Paperclip zu sein. Oh ja, der Paperclip, der hält noch andere Sachen fest. Da muss man ganz schnell umblättern. Ja, wobei ich muss erstmal den Stempel hier würdigen. Der ist ja auch echt klasse. Ich bin ja nicht die Obergruseltante. Also nicht so, dass ich das ständig selber crafte. Deswegen habe ich solche Stempel, Stencil und Präger nicht so viele. Oh, wenn ich das jetzt hier löse, dann richtig los. Nee, warte. Du hängst da dran. Okay, dich kriege ich los. Oh, eine geprägte Katzenkarte. Die ist ja auch schön.
Wenn man da jetzt noch mit Gilding Wax drüber geht, dann sieht man die Katzen noch besser. Seht ihr die überhaupt? Ja, jetzt seht ihr die auf jeden Fall. Dann packe ich die erstmal zur Seite. Also super cool. Du hast ja auch richtig schöne Prägefolder. So, und da hier hinten mal Totenköpfe. Prägefolder, also aus dem Prägefolder, Totenköpfe. Und hier so eine schöne Rahmen. Oh, schön. Ich glaube, den habe ich auch. Also der ist klasse. Nur mit schwarzem Papier habe ich das noch nicht gemacht. Warte mal, bevor ich das jetzt hier wieder parke, hier ist ja noch was dran. Noch ein Prägefolder. Ein Rabe. Ihr seht es, so ein Rabe. Oh, klasse. Da hast du aber richtig viele Taschen und Co. reingepackt, meine Güte. Von wegen, meine Lage wäre ein ganzes Journal. Deine auch. Da bin ich nicht alleine. Nein, auf jeden Fall mega. Vielleicht, ich habe schon überlegt, ob ich nicht einfach für jede Lage, die ich bekommen habe, ein kleines Buchcover nehme. Also, dass eine Lage in einem Buch ist. Und dann habe ich quasi so eine, was ist denn das? Sexologie? Nee. Was ist denn das, wenn man sechs, Trilogie sind drei, Quadrologie müssten dann vier sein. Was ist das denn kurz? Also hier ist auf jeden Fall noch eine Tasche hinter. Die kann ich nicht, oh, cool. Das ist ja mal eine geile Idee. Dahinter ist auch noch was, dran was zugeklebt. Wahrscheinlich die gleiche, vermutlich, ja. Das gleiche Papier. Das ist ja mal sehr geil. So klappen oder kannst du aufmachen? Ja. Dani, du hast ja mega Ideen. Also das ist, George wird sich freuen. Mein Ideenjournal. Ich werde das nachbasteln. Dann hat man hier jeweils ein Täschchen. Jeweils ein kleines Täschchen. Ja, cool. Cool, cool, cool. Freu. Muss man mal ein anderes Wort dafür ausdenken, anstatt cool. Weil ich trinke mal zwischendurch ein bisschen Blut, ne? Nein. Prost, es ist Kirschsaft. Nee, gar nicht. Es ist Traubensaft. Was erzähle ich euch da? Einfach Traubensaft. Ja, das Papier mit dem Rahmen ist auch mega schön. Ja, ich mag auch die Haptik von so ausgestanzten Teilen, die. Das ist einfach. Also, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn ich jetzt mal hier so rüberfasst und jetzt ausgestanzt hat. So, hier hätte ich wieder Platz, um Sachen mit einzubauen. So einzulegen. Die Spitze hier unterschlagen. So, dann habe ich hier ein bisschen gruselige Bilder, wo Verwandte mit auf den Fotos auftauchen. Und kleine süße Text rutsche ich hier schon raus. Nein, tue ich nicht. Oh, und die kleine Katze hier. Also die Katzenstanzen, die brauche ich auch unbedingt. Weil du hast mir ja welche mitgeschickt, ne? Die hier, sind das die? Muss ich mal gucken. Und wieder ein Rabe. Das ist doch hier wieder ein Schiebeelement. Ja, herrlich. Die Dinger liebe ich ja, ne? Bellybands mit Schiebeelementen. Oh, das könnte ein Badezimmer sein. Nein. Aber es sieht aus wie ein Badezimmer aus einem verlassenen alten Haus. Sowas finde ich ja einerseits echt gruselig, andererseits so schaurig schön. Hier haben wir wieder so eine geprägte Katzenkarte. Ihr seht's. Katzis. Ich weiß gar nicht, warum Katzen gruselig sein sollen, nur weil Hexen Katzen haben. Katzen an sich finde ich eigentlich wenig gruselig. Tja, eben eine Monat has a dark side. Yes. Ein kleiner Umschlag, da ist dann noch irgendwas, ist da doch noch drin. Ha. Oh, da habe ich noch ganz viele Sachen zum Weiterdekorieren. Oh ja. Kätzchen. Spinnen. Und Hexen. Noch mehr Kätzchen. Und Raben. Oh, toll. Ja, ich werde mich, glaube ich, länger mit dieser Signatur noch beschäftigen und da noch Sachen reinschreiben und reinpuzzeln und machen und tun. Toll. Ja, ich liebe ja Stanzteile, ne? Und die sind auch so schön schon versäubert und alles. Also
Also ich weiß nicht, ob ihr auch so eine Stanzmaschine habt. Also das Stanzen an sich ist ja eine Sache, ne? Aber das Ganze so mal versäubern, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich meinem Raben hier nicht den Ast klaue. Ne, den Katzen nicht den Ast klaue. So. Will hier keinen Schnabel knicken oder so. Ein goldenes Schwert. Und da ist auch wieder eine Shintaro-Karte drin. Oh ja. The Empress. Auch hier eine tolle Tarot-Karte. Ja, lustig. Ich habe dir Tarot-Karten mit Katzen geschickt und ich kriege hier Pferdchen und Hasen und voll schön. Oh, das ist aber eine schöne düstere Katze. Die würde ich auch nehmen. Mir fehlt bei mir noch eine Katzensammlung. Schwarzer Mann. Also wenn ich sage Katzensammlung, wir haben sechs Katzen, aber keine schwarze. Deswegen sage ich, ich glaube, ich bin eine weiße Hexe. Ich habe keine schwarze Katze. Auch altes Papier. Vom Weltpostverein. Schön, also es passt auch alles farblich und vom Style her so cool zusammen. Ein Traum in Dunkel. Geschickt war immer. Auch dieses hier, dieses gesplashte Papier, sowas ist ja meins, so kleine Collagen am Rand. Oh ja, ein düsterer Stempel. Ja, ich vergesse es jedes Mal, wenn ich irgendwelche Signaturen mache oder was, dass ich die Papiere so knick. Ich werde das jetzt auch mal machen, das sieht total cool aus. Erinnere mich mal dran, Dani. Gottes. Oh ja, der Prägefolder, der muss auch richtig. Ist auch richtig klasse. Mit dem Gold, das ist da wirklich ein Granatenstock. Ich höre mich schon irgendwie alt an, ne? Ich habe mich früher mal darüber krank gelacht, wenn meine Mutter versucht hat, irgendwelche coolen Worte zu benutzen. Ich glaube, da komme ich mir selber so vor, wie wenn ich jetzt Granatenstark sage. Schön, das ist auch eine Libelle auf einem Pentagramm. Und hier wieder eine. Oh, ein Eulchen. Schönes altes Papier mit Eulen. Eulen liebe ich ja auch, ne? Ich finde auch, Eulen sind eigentlich überhaupt nicht gruselig. Außer vielleicht der Schrei einer Schleiereule. Die ist schon ein bisschen gruselig. Ein bisschen ist gut. Das ist schon sehr gruselig. Ja, normal people have no idea how beautiful darkness is. So langsam kehrt die englische Sprachfindung wieder. So, und hier ist es, oh, das ist so ein Stoff. Dachte immer, es wäre Papier. Sieht aus wie Papier, ne? Alter, das sieht aus wie Papier. Aber es ist Stoff. Ganz, ganz feiner Stoff. Oh. Five of Wands. Tarotkarte wieder. Sometimes we get this way comes, ja. Maybe, maybe. Und hier noch so ein paar dunkle Karten. Schön distressed. Cool. Mysteries of Britain. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Old England, dass Britain auch viele, viele Mysteries hat. Das ist ja doppelseitig ausgedruckt, ne? Ist voll cool. Ja, wir haben mal. Ach, was die Leute sich früher alle gegenseitig angetan haben, ne? Was sie es heute noch tun. Heute nur anders. Oh, guck mal. Meine Freundin und ich. Ich mag Hexen. Also ich finde das Hexenthema und das Mystische, das finde ich total klasse. Hier haben wir noch ein paar mystische Tags. Ja, auch die kleinen Ecken und sowas. Echt mega süß und total liebevoll hier gestaltet. Ja, selbst hier diese dunklen Blumenranken und sowas, ne? Die passen so gut ins Thema. Die Spitze flust ein wenig. Das ist hier so Mullverband, ne? Genau. Und eine Hexe am Studieren. Also das ganze Thema, die ganze Aufmachung von diesem Journal ist echt der Knaller.
Oh, voll toll. Ich hab ein Journal von der Queen of Darkness. Ach, guck. Die Dinger, die sind doch herrlich. Ne? Die mache ich auch immer. Und die passen überall in so ein kleines, süßes Täschlein. Sehr, sehr cool. Ja, mega. Da hast du auch ein super, super cooles Papier ausgesucht. Also teilweise war ich ja bei der Papiersuche ein bisschen dabei, als wir gequatscht haben. Aber da hast du echt noch schöner gefunden, als ich da irgendwie mal so angedacht hatte. Also ich wusste auch nicht, dass sie für mich sind, aber wir haben ein bisschen zusammen nach dunklem Papier auf Etsy gesucht. Ich denke mal, dass ich jetzt hier so ein Exemplar davon in den Händen halte. Also liebe Dani, hab vielen herzlichen Dank. Das ist super, super cool. Ich wollte schon immer eine dunkle Lage haben. Jetzt habe ich hier so eine richtig dunkle Lage. Und ja, du hast das echt drauf. Ja? Also ich kann das hier drehen und wenden. Es ist einfach schön. Wenn ich jetzt mit einem hinter mich greife, mein eigentlich angedachtes Cover, also jedenfalls die Rohfassung daraus suche und sehe hier die Lage von Ulrike, von Evi, von Jessie. Wenn ich das jetzt noch so mit, also ich lege es jetzt einfach nochmal aufeinander, um euch mal zu zeigen, was jetzt aus vier Lagen werden würde. Es ist so ein Wälzer, das kann ich nicht bringen. Ich muss mir was anderes ausdenken und muss, glaube ich, einfach nochmal hoch in mich gehen. Das Lager duftet immer noch so schön nach Creme. Jetzt lege ich das erstmal beiseite und werde mir nochmal andere Cover überlegen dürfen, weil das so nicht funktioniert, weil alle sich so viel Mühe geben und die Dinger so fett steffen, das ist der Hammer, echt. Mega. So, ich bin am Ende meines Videos. Ich freue mich jetzt gleich noch leise, ohne Video. Freue mich gleich noch leise weiter und fummel einfach noch ein bisschen in dieser schönen Spitze rum. Das ist mal so, ich liebe diese Spitzenkanten. Herrlich. Dani, danke dir und an euch alle. Ihr könntet sowas auch mal ausprobieren. Also wenn ihr auch so einen kleinen Bastelknall habt, wenn ihr Junk Journal liebt, wenn ihr ein paar Leute habt, mit denen ihr das teilt, probiert das doch mal aus. Wir haben uns echt lange Zeit dafür gelassen. Ne? Also wir haben jetzt irgendwie im Frühjahr haben wir die Idee angeschmissen, dass wir uns gegenseitig Lagen machen. Und wir haben gesagt, dass wir vor Weihnachten fertig werden. Das wäre schon okay. Das heißt, man hat einfach echt lange Zeit dafür. Die braucht man auch, wenn sowas Tolles entstehen soll. Das puzzelt man nicht mal eben in einer Woche oder am Wochenende zusammen. Das, sowas braucht Zeit. Alleine Ideen finden und Papier und alles so. Ne? Das wächst langsam. Man macht erstmal so Häufchen, wem macht man welches Thema und dann wächst es einfach inhaltlich und irgendwann baut man das zusammen und dann wird es schön. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr mich hier bei dem Video begleitet habt und ja, ich bin mal sehr gespannt auf eure Kommentare, was ihr zu dieser abgefahrenen Grusellage sagt. Und jetzt lasse ich euch mal mit euren anderen Videos und sag bis demnächst in diesem Kino.